Die Gründer grüßen euch, meine Freunde. Wir sind wieder mittendrin in Star Trek Birth of the Federation mit der Ultimate Dominion Mod. Wir gucken mal, wir sind an den Bajoranern dran. Ja, sie wollen noch nicht. Ich würde auch hier weiter mit Geschenken arbeiten, um sie langsam auf meine Seite zu bringen. Wir bauen hier unseren Außenposten. Das ist sehr gut. Ja, wir müssen mal unsere Systeme auch durchsehen. Wir haben hier nämlich auch wieder einen Überschuss. Da würde ich ein bisschen was hier in Forschung checken. Auf Andor. Bis wir hier die Produktion mal ausbauen können. Da sind wir ja auch dran. Der Planet ist ja auch noch massiv im Wachsen, also der ist noch weit davon entfernt, wo er immer hin muss. Ja, hier bauen wir Forschungscenter, das ist okay. Draka soll meine Forschungsbasis sein. Epsilon Indy, relativ neu. Wächst auch noch, können wir noch nicht viel machen. Ja, hier kann ich ein bisschen ummodeln. Da kann ich hier ein bisschen schon mal in Energie geben. Kommt ja jetzt bald. Urada! Ist voll ausgebaut. Da wird jetzt die Produktion geupgradet. Ja, hier, ne? Das ist natürlich, da haben wir massiv eingebüßt. An Gebäuden, das ist alles ziemlich durch den Wind. Wir haben über 200 Produktion verloren. Das müssen wir erstmal wieder aufbauen. Ach, das hat weh getan. Und hier müssen wir auch ran. Das geht so nicht weiter mit euch. Das geht so nicht weiter. Da müssen wir kräftig auch reinstecken, ummodeln. Viel zu viel Nahrung. Ja, wir werden noch ein bisschen Nahrung brauchen, aber nicht in dem Ausmaß. Und wir haben ja den Krieg gegen die Cardassianer. Ich weiß, die haben hier eine große Flotte. Also werde ich meine 7 Schiffe hier nicht rausbewegen. Und ich muss sehen, dass ich hier die Flotten zusammenlege. Und hier hinten reichen erstmal die 4 Schiffe zusammen mit dem Außenposten dann gleich. Outpost constructed. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. So, wir können hier oben loslegen. Welches System zuerst? Das hier haben wir schneller kolonisiert. Ist egal, wir haben 2 Kolonieschiffe, sehe ich gerade. Also vollkommen egal. Ah, hier das Wurmloch. Sehr geil. Euch fügen wir mal zusammen. Haben wir hier nämlich nochmal eine Kriegsflotte. Und wir gucken mal bei Jorana. Jede Runde ein kleines Geschenk. Immer schön einlullen. Die sollen uns leben lernen. Was sagten die Forscher? Sind wir bald Energie auf 4 und danach kommt Computer auf 4? Da wollten wir ja in die Richtung gehen. Da muss ich auch mal schauen, wie gehen wir... Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Andor und... Haken haben wir ein bisschen ausgebaut. Die Föderation. Oh, da muss ich gleich mal nachsehen. Da tun sich nämlich gerade Abgründe auf. Ein Kriegspakt.
Die Föderation würde gerne mit uns gemeinsam in den Krieg gegen die Romulaner eintreten. Wenn dadurch die Föderation sich näher an uns bindet und wir die Romulaner... Abkommen wird angenommen. Muss sein. Tut mir leid, liebe Romulaner. Ich weiß, ihr dachtet, ihr seid in Frieden und Sicherheit. Aber da muss man schon mal Prioritäten setzen, ne? Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Und wir sind bei der Forschung weiter. Dann können wir auf Computer auf Forschung 4 gehen. Wir können unseren Scout auch mal hier rüber schicken. Und zum Terraformen wählen. Terraformen startet. Ja, hier läuft das. Parlament. Da haben wir nächste Runde das fertig und dann geht's hier in Intelligence. So, Draken haben wir 6 Kriegsschiffe. Wir gucken nochmal bei den Bajoranern. Ja, da tut sich ein bisschen was. Wir zeigen denen mal die Großzügigkeit der Gründer und gehen mal auf 1600 Credits, die er von uns bekommt. Great Link ist in einer Runde fertig. Danach bauen wir die Industrie wieder auf. Dann wird das Energiesystem nochmal brauchen wir noch gar nicht. Brauchen wir noch gar nicht, wir haben ja genug. Ein Trade Center werden wir nochmal bauen. Das ist das Geile. Die haben uns den Krieg erklärt und sie machen nichts. Gar nichts. Terraformen abgeschlossen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Eieiei, Andorianer. Ja, die freuen sich, wenn die Romulaner weg sind. Und die Iridianer freuen sich auch. Zepolyten, ja, die sind auch begeistert. Komm, wir gucken mal, ob wir sie im Bündnis kriegen. Sieht's eigentlich bei den Iridianern aus? Ein Freundschaftsabkommen, hä? Wie wär's? Wäre natürlich richtig geil, wenn wir die im Freundschaftsabkommen kriegen könnten. So, hier können wir ein bisschen Terraformen wählen. Terraforming weiter durchziehen. Und du wirst hier oben auch mal mit dem Terraformen beginnen. Terraformen wählen. Sehr schön. Bajor, das wäre so genial. So, hier ist auch alles eingeschaltet. Das Water-Konzil. Wir haben natürlich ein paar geile Vorteile. Das muss man schon sagen. Ja, und hier muss ich langsam ein bisschen umbauen. Hier aber genauso. Sieht's bei euch aus? Ja, da läuft noch das Upgrade. Andor. Da können wir jetzt bei Forschung ein bisschen rausnehmen und packen das in Produktion. Ja, eigentlich muss. Naja, ich muss das Upgrade durchziehen. Ich spare mal auf das Upgrade. Das kaufen wir. Terraforming abgeschlossen. Bin mal gespannt, wie sie darauf eingehen. Und hier müsste ja alles einfach eingeschaltet sein. Ja.
Es sieht gut aus. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Ja! Bajoraner haben unser Angebot angenommen. Wir sind in einem Bündnis. Die Redianer wollen noch nicht. Eieieiei, das sieht natürlich jetzt... Können wir nämlich auch in das System einfach mal reinfliegen. Wir bieten denen mal die Mitgliedschaft an. Die sind begeistert gerade. Die sind gerade richtig begeistert. Das müssen wir uns da eigentlich zunutze machen. So, du kannst. Das System wird kolonisiert. Genau, kolonisieren. Was haben wir denn hier für eines? Da haben wir noch ein System. Das ist zwar nicht so interessant, aber hey. This system is an official member of the Dominion Alliance. Terraforming abgeschlossen. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Ich bin so gespannt, ob die Bajoraner mit reingehen. Da hätte ich hier oben nämlich nochmal massiv an Einfluss gewonnen und die Flanke abgesichert. Hier sammeln sie Schiffe. Sollen sie angreifen? Sollen sie angreifen? Wie sieht's aus? Ja, es dauert noch lange, bis ich Computer auf 4 habe. Bis ich da ein bisschen mehr Kampfkraft habe. Und ich muss die 6 Schiffe bei Zi Octantis einsetzen, bevor die Station fertig haben. Da führt kein Weg dran vorbei. Und hier? Ja. Wie legen wir die mal aus? Ja, komm, wir machen erstmal die Basissachen. Replikator, Subspace Scanner. Energienetzwerk. Und dann gehen wir hier stark auf Intel Center. Ich lasse mal erstmal weiter Terraform. Ort zum Terraformen wählen. Hier bauen wir ja die Produktionszentren noch aus. Das dauert so lang, so elendig lang. Nächste Runde können wir hier kaufen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Ach, haben abgelehnt. Das ist schade. Das ist sehr schade. Erwerb getätigt. Upgrade Centers gekauft. Da geht wenigstens die Produktion mal hoch. Haben wir da noch ordentlich was von? Wir haben so, nächste Runde. Vom Geheimdienst. Vollort-System, Baureihe ist leer. Andor-System, Baureihe ist leer. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja, Vorlad. Was machen wir mit Vorlad? Das wird natürlich ein großes System. Ich würde auch hier erstmal 2 Intel-Center bauen. 2 Forschungscenter. Und Trade Center. Nächste Runde sind wir im System. Ich muss den Außenposten verhindern. Ich will den nicht vor der Haustür haben. ...1600, wenn ihr Mitglied werdet. Ich umgarne euch und irgendwann seid ihr so schwach. Dann kribbelt das in den Fingern. Und dann gehört ihr mir.
So, jetzt können wir die andere Janische Imperiale Garde bauen. Danach gibt es 3 andorianische Kriegsschiffe. Fight! Just tell us what to destroy. No problem. Take invasive action. Erstmal den Truppentransporter ausschalten. Komm, umkreist ihn. Yes, sir. Geh dran. Not even a scratch. Sieht's aus, ja. Just tell them, no problem. Not even a scratch. Ich krieg den nicht geknackt. Ach, aber es sieht... Ja, komm, wir ziehen's durch. Wir ziehen's durch. We must retreat to save the founder. Wir haben ihre Schilder runter. Just no jetzt problem. Geht drauf. Jetzt geht drauf. We must retreat to save the founder. Wir haben ihn fast. Komm, ihr müsst nur noch mal ein bisschen drauf treten. Genau so. Eieieiei. Aber wir haben den Außenposten verhindert. Das ist wichtig. Parlamentsystem, Baureihe ist leer. Auf die Produktion. Wir wollten mal auf Intel gehen. Wir können die Energieproduktion mal upgraden und den Rest sehen wir uns dann später an. Die Schiffe ziehen wir erstmal zurück. Sie haben ihren Job gemacht. Sag mal, ich bin jetzt nicht... nee. Da solltet ihr erstmal hin. Ich bin jetzt nicht so unzufrieden. Wir ziehen in Omarion aber einfach mal eine Flotte zusammen. Wir nehmen die 4 Kriegsschiffe noch dazu. Sieht's bei dir aus? Du bist noch mittendrin im Terraforming. Liegt mal da ein. Terraforming abgeschlossen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Ja, die lehnen immer weiter ab. Ja, sie wackeln. Sieht's bei den Iridianern aus. Einfach mal ein Freundschaftsabkommen und ihr kriegt wieder ein sattes Angebot. Komm, ein bisschen mehr diesmal. Vielleicht juckt's ja jetzt in den Fingern. So, hier ist die Baureihe leer. Ja, hier können wir in... Ich würde hier Produktion. Ich würde hier nochmal kräftig in Produktion gehen. Nummer 5, 6 Industriecenter. Danach gehen wir endlich mal wieder in die Schiffsproduktion. Ich kann die
kryptoponische Farm canceln. Da sind wir gut genug aufgestellt. Das System ist ja ansonsten fertig. Intel Center weg. Wir können die Energieproduktion nochmal verbessern. Und dann bauen wir Research Center. Parlament, da wird auch die Energieproduktion gerade geupgradet. Müssten wir mal umswitchen hin zu mehr Energieproduktion, dass wir unseren Scanner zur Sicherheit da oben einschalten können. Ich will wissen, was hinter mir passiert. Das ist mir ganz wichtig. Und hier würde ich mal auch der Reihe Research Center nachbauen. Epsilon Indy, das sieht gut aus. Ein bisschen Geheimdienst lassen wir mal produzieren. Gehen wir in die Übersicht. Raken müssen wir auch noch zuweisen. Ja, wir rüsten erstmal auf. Ansonsten Omarion Zippelite, hier müssen wir kräftig. Erwerb getätigt. Hier müssen wir investieren. Wir treten hier auf der Stelle. Ist das? Hier machen wir mal ganz gewaltig. Research Center. Cardassianer und Romulaner haben ein Freundschaftsabkommen geschlossen. Vom Geheimdienst. Die Redianer haben angenommen. Ja, die Bajoraner haben wieder abgelehnt. Ja, sie wackeln, sie wackeln. Abkommen wird zurückgewiesen. Nein, werde ich nicht annehmen. Aber wir können die Iridianer mit einem Handelsweg versehen. Haben wir noch einen offen? Hier. Jeha. Ja, sonst haben wir nichts, ne? Die Föderation könnte sich mal ein bisschen weiter ausbreiten. Dann könnte ich da wegen Handelswege hin errichten. Ziemlich schon ein bisschen skandalös, das Ganze. Ja, wir gehen mal auf die Ansicht zurück. Ja, Bajoraner. Was machen wir mit den Bajoranern? Ihr kriegt mal zwei Runden lang kleine Geldgeschenke. Dann schauen wir da nochmal weiter. Die Schiffe sind auf dem Weg, die Schiffe sind auf dem Weg. Andor. Erwerb getätigt. Ja, jetzt können wir hier ein bisschen loslegen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Ja, wir sollen uns zurückhalten. Bla, bla, bla. Kommen, sei da drinnen. Ich will die drei Kriegsschiffe haben. Dann dauert die Produktion halt hier noch ein bisschen. Wir bauen erstmal ein Kriegsschiff und bauen nochmal Produktion aus. Muss sein, leider. Hier bauen wir auch noch die Produktion aus. Nicht mehr lange und wir können groß einsteigen in die Produktion von Schiffen wieder. So, du bist soweit durch mit dem Terraform des zweitgrößten Planeten. Dann jetzt noch einer. Das System wächst halt elendig langsam.
Die schicken wir mal hoch zur Station. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Mal gucken, die Föderation will was von uns. Hier sind wir bei Forschung bei 92. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Zurückgewiesen. Das Doppelte von dem, was ich überhaupt im Besitz habe, soll ich euch geben? Kommt nie auf das schmale Brett. Und für euch gilt das Gleiche. Die Einheit wird Eindringlinge abfangen. Das sieht gut aus. Hier bauen sie wieder einen Außenposten. Ihr schickt mal die Flotte von hier oben. Ich bin da echt sprachlos. Terraforming abgeschlossen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wie soll ich mit dem System je fertig werden, wenn ständig Strukturen zerstört werden? Was gibt's denn? Oh, jetzt aber, ha? Komm. Jetzt seid ihr dabei. Jetzt seid ihr dabei. Das ist prima. Oh. Da müsste ich schon alles reinwerfen. Da müsste ich schon alles reinwerfen. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Wir haben Nachrichten vom Geheimdienst. Hier muss ich auch ein bisschen umswitchen. Ich brauche Energie. Ja, ich bin hier nämlich gerade ein bisschen am Überlegen, wie ich das am besten wie ich jetzt am besten vorgehe. Wir aktivieren hier mal alles. Und noch ein bisschen in Forschung. Abgetätigt. Jetzt können wir das Schiff kaufen. Das hat nämlich dann auch den Erfahrungsbonus. Haben wir da eine relativ starke Flotte. Das ist natürlich ordentlich was, was wir hier haben. Ich hoffe, die geraten in Kampf mit der Föderation. Die Bajoraner sind dabei. Wir haben Nachrichten vom Diplomatenkorps. Die Föderation hat's gemacht! Sie haben's gemacht! Sie haben es gemacht! Ah, sehr schön! Und ich habe eine erfahrene Crew. Gerade auf einem starken Schiff von den Andorianern. Das ist so unglaublich wichtig. Hier eine starke Flotte, da habe ich eine Flotte. Aber hier müssen wir erstmal Gebäudekomplexe bauen. Hier oben können wir kolonisieren. Das System wird kolonisiert. Ich sag mal, wenn ich die Größe sehe, ich bin mit der Föderation verbündet. Wir haben hier zwischen nur das kleine Romulanische Reich. Hier müsste angefletscht ein bisschen Klingonen sein. Die größte Gefahr, das sind die Cardassianer. Die müsste ich schlagen. Ansonsten sieht das richtig gut aus. Nee, das dauert mir zu lang. Wir gehen hier auf Waffen auf hier. Wir müssen halt sehen, dass wir jetzt gerade Forschung noch voranbringen. Also wir müssen Forschung voranbringen und ja, Spionage müssen wir noch ein bisschen besser werden. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, momentan die Forschung. Ja, ich würde mal sagen, sieht doch ganz gut aus. Und damit endet die Folge. Wir haben ein paar Planeten dazu gewonnen. Ich will bei den Iridianern verstärkt jetzt reingehen in diplomatischen Kontakt.
Das wäre nämlich interessant, da könnte ich mir irgendwann Farios nur sichern. Ansonsten sieht er ganz gut aus. Ich bin zufrieden. Absolut zufrieden. So kann ich vor die Gründer treten und sagen, das haben wir erreicht. Ist gut. Also, lebt lange und im Frieden. Haut rein.